Yo, wer bin ich? Aus 100 Millionen Zellen aufgebaut, 5 Millionen Haare auf meiner Haut. Auf zehntausenden Sommersprossen wachsen sie ungefähr, denn zu zählen wagte ich nie. Ich erlebte etwa 9000 Nächte, paar tausend gute, paar tausend schlechte. 300 mal der Mond voll geworden, 300 mal so dünn, er wäre vor Hunger fast gestorben. Sind 185 Zentimeter knapp, auf die ich 76 Kilo verteilt hab. Geboren 75 Tage nach Tschernobyl, meine Mutter ging nach Italien mit mir. Ich hab 25 mal um die Sonne navigiert und bin gespannt, wie groß diese Zahl noch wird. Ich bin seit 23 Jahren in Berlin. Meine Mutter konnte nicht mehr hin und her ziehen. Mehr als ein halbes Dutzend Mal umgezogen und jetzt erst in der eigenen Wohnung. Mein Gott, das kommt mir alles so beliebig vor, denn das sagt kaum was aus darüber, wer ich wirklich bin. Und ich reise auf dem Planeten mit nem Auge auf das Erlebte, mit nem Auge für das, was ist, mit nem Auge für das, was es für mich noch gibt. Und ich reise auf dem Planeten mit nem Auge auf das Erlebte, mit nem Auge für das, was ist, mit nem Auge für das, was es für mich noch gibt. Und ich reise, 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 und ich reise. Yeah, 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 yeah. Meine Mutter meinte zu mir, dass man sauber bleiben muss, selbst wenn Scheiße passiert. Und mein Vater, der hat mir beigebracht, dass es nicht gut für Mensch ist, wenn er alles nur alleine macht. Ein großer Bruder für einen Kleinen, selber erzogen von drei, aber gezeugt von zwei. Bin am Feiern und Verschwenden, sobald ich Kohle hab, denn ich kenne zwar mein Alter, aber nicht den Todestag. Paar Frauen gaben tausende Küsse, auf hunderten Partys gab es hundertmal Abstürze. Seit über 10 Jahren mach ich das schon, sag was du willst, ich bin mir sicher, es hat sich gelohnt. Wie viel Seiten geschrieben mit 1000 Wörtern, wie viel Zeiten, die verborgen bleiben, niemand gehört hat. Seit 12 Jahren Fan und seit 8 aktiv, seitdem 200 Gigs am Nacht aktiv. Yo. Ich hab 13 Jahre Schule gemacht und ich hab in meiner Wohnung 30 QM Platz. Mein Gott, das kommt mir nicht mehr so beliebig vor, denn das sagt schon was aus darüber, wer ich wirklich bin. Und ich reise auf dem Planeten mit nem Auge auf das Erlebte, mit nem Auge für das, was ist, mit nem Auge für das, was es für mich noch gibt.